Liebe Freundinnen und Freunde, heute ist Samstag, der 11. Juni. Wir sind am Tag der Achtsamkeit in der Quelle der Achtsamkeit. Ich möchte heute das Thema Meditation als Grundlage allen Handelns aufgreifen. Ich habe dabei einen Text übernommen, der auch als Buchkapitel von Gregor Wilber erschienen ist. Ich habe dieses Kapitel ein wenig überarbeitet. Es soll die Grundlage bilden für die heutige Betrachtung. Meditation ist ein zentraler Bestandteil unserer Praxis. Es ist ein Weg nach Hause. Ein Weg zu uns nach Hause. Zu unserer wahren Natur. Zu dem, wo wir Vollkommenheit, wo wir wirkliches Glück, wo wir Befreiung entdecken können, die schon da ist. Wir alle sind bereits erleuchtet, im Kern und vollendet. Wir wissen es nur nicht. Wir haben es nicht verfügbar. Aber Meditation ist ein Weg dahin. Und sie dient auch dazu, mehr Achtsamkeit, diese Energie eines Buddha, die oft der Thai mit Heiligen Geist für die Christen vergleicht, die Energie Gottes, diese Energie der Achtsamkeit in uns zu kreieren, durch Meditation es aufzubauen, zu stärken, zu fördern, zu kultivieren, dass wir in jeder Lage wie eine Hintergrundmusik so bewusstes Atmen und die Achtsamkeitsenergie spüren können und bereit sind, den Schritt zurückzumachen und zu schauen, was ist denn da, bevor wir uns hineinbegeben und verwirren lassen und einbinden lassen in Situationen, die zum Schluss dann für uns und andere leidvoll sind und begrenzt, wo wirklich Dukkha, nämlich Eingrenzung, Unvollkommenheit, Machtlosigkeit, Hilflosigkeit, Trauer und Wut und Verwirrung auftritt. Achtsamkeit ist das beste Gegenmittel und es wird gefördert in unserer Meditation. Ein weiteres noch, Gelassenheit für mich. Mit einiger Gelassenheit, Schwierigkeiten, die in unserem Leben auftauchen, in unserem Alltag, in unserer Gesundheit, in unseren Beziehungen, in unseren beruflichen Feldern, mit Gelassenheit anzuschauen, uns nicht verrückt zu machen, dem Leben ein wenig zu vertrauen, ein Leben, das nicht zerstörbar ist, ein Leben, das immer weiter existiert, ein Leben, in dem wir in verschiedensten Formen immer wieder da sein werden und nicht verloren gehen. Und dass unser Dasein in vielen Formen davon abhängt, wie wir denken, reden und handeln. Jetzt, in der Erscheinung, die wir jetzt haben. Und diese Gelassenheit, diesen inneren Frieden, etwas Harmonie mit allem um uns herum und uns selber zu entdecken, ist essential, ist die Grundlage meditativer Übung. Nichts anderes. Wenn wir dabei noch Freude entwickeln können für die Meditation, dass es keine Pflichtübung ist, sondern Spaß macht, da zu sitzen und zu mir nach Hause zu gehen, auch wenn es gerade unaufgeräumt ist oder stürmisch und schwierig, nach Hause zu gehen und zu sehen, aha, da gibt es ja noch was anderes. Und das ist in mir, meine rechten Samen zu entdecken, zu begießen, wie wir vorher in der Liebesmeditation uns auch schon vorgestellt haben. Und Meditation wird unsere Ruhelosigkeit und diese innere Gehetztsein runterfahren. Calming down, sagt Thay, zur Ruhe bringen, die Gereiztheit, die Unausgegorenheit und Unausgeglichenheit. Die Unzufriedenheit, die Unruhe und die Anspannung. Und wer allein die 7 Schritte, die wir so oft viele Jahre schon üben, für sich immer wieder mal neu angeht, nicht routinemäßig, kann das entdecken. Wie der Atem, der eine Qualität kriegt, unseren Körper und Geist beeinflusst. Ein und aus. So oft wir können am Tag. Tief begleiten den Atem. Und langsam entlassen, wie Ebbe und Flut,
oder wie der Schlag des Meeres, die kleinen Wellen am Ufer. Ruhig und leicht, Atem ruhig werden lassen. Und die Leichtigkeit spüren, nicht die Schwere, nicht das Dichte, nicht das Enge, sondern die Weite, Transparenz, dieses, der Tanz des Lebens, spüren, dabei sein. So schön, dass es mich gibt. Ich bin noch da. Und es ist was. Nicht selbstverständlich. Nichts ist selbstverständlich. Wenn wir das einmal einsehen, dann werden wir die Wunder entdecken, die um uns rum sind. Lächeln und lassen ist der nächste Schritt. Uns zulächeln. Jedes Gehen, jede Zelle freut sich, wenn sie unser Lächeln bekommt über das Bewusstsein. Und sagt, ja, danke. Ich weiß auch, wovon ich rede. Lächeln und lassen. An nichts festhalten. Ziehen lassen. Ganz da. In dem Moment sein. Nur jetzt. Nichts anderes mehr. Nicht, was war. Nicht, was sein wird. Keine Sorgen. Keine Rückerinnerungen. In dem Moment ganz im Leben sein. Das jetzt stattfindet. Wann sonst? Auch Nirvana ist nur im Jetzt. Auch das Reich Gottes ist nur im Jetzt, wie Thay zu Recht sagt. Nicht irgendwann und irgendwo. In dieser Realität, hier und heute, in diesem Augenblick, und nur da können wir es begegnen. Nicht durch Konzepte, nicht durch Ideen, nicht durch große Gedanken und auch nicht durch alle möglichen Übungen, die wir uns auferlegen. Jetzt, nur jetzt sein. Und dies alles ist dann der letzte Schritt, Present Moment, Wonderful Moment. Den Augenblick beim Einatmen sich bewusst machen und genießen. Hier und jetzt. Present moment, wonderful moment. Schaut, das ist schon alles. Wenn ihr in das reingeht und das wirklich ganz tief erfahrt, dann kommen auch Einsichten. Dann kommt die innere Stille. Dann kommt die Erfahrung. Und nicht mehr Theorie und Konzept. Solange ich über Meditation spreche, ist es eine Sache. Ist mir gar nicht so wohl dabei. Übe ich gemeinsam mit euch in der Meditation. Könnt ihr natürlich nicht in eure Herzen schauen, nicht in eure Köpfe und Gedanken schauen. Aber das ist es, worum es geht. In der Praxis, in der Übung sein und nicht sie nur anzuschauen. Und dann wird es spannend. Der Atem ist unsere Mitte. Habe ich da notiert. Er ist unsere Lebensader. Der Odem. Der Atem. In ihm finden wir uns wieder. Und wir haben ihn immer. Solange wir atmen, leben wir. Er ist immer da. Aber nicht bewusst. Und das können wir lernen. Er bringt uns von anderen Ablenkungen ab. Bringt uns weg. Führt uns zu uns selbst. Zu unserer Mitte. Wir fühlen in uns selbst hinein. Wie ist denn der Zustand? Sind wir unruhig? Sind wir angespannt? Haben wir ein Kloß im Bauch, weil sich gerade Wut entwickelt? Wie sitzen wir? Haben wir Gefühl von Zeitdruck? Schauen ständig auf die Uhr. Ach so, ich will ja meditieren, aber Mensch, 10 Minuten bleiben wir noch. Wie fühlt sich der Kopf an? Tun die Beine weh? Wo bin ich verspannt? Locker lassen, locker lassen. Let it go. Immer wieder. Eine ständige Bemühung. Ständig. Wir spüren in jedes dieser Gefühle hinein und werden dann selber zu dem jeweiligen Gefühl. Aber wir sagen immer noch, da ist Traurigkeit. Nicht ich bin traurig. Diese Deidentifikation ist wichtig. Deidentifikation, ja. Sich rauszunehmen. Nicht bewerten. Keine Gedanken drüber machen. Einfach sehen, was da ist und es dann loslassen. Nichts bleibt. Eine uralte Erfahrung. Nichts bleibt in diesem Leben. Wenn wir unangenehme oder angenehme Gefühle haben, genauso verfahren. Nicht verdrängen, nicht bewerten. Einfach hineinfühlen, wie sie uns auch berühren. Sie sind ein Teil von uns. Jedes Gefühl ist ja auch ein Stück von uns. Wir brauchen sie nicht zu behandeln. Und jedes Gefühl, das auftaucht, hat auch eine Aufgabe für uns zu erfüllen, die wir oft nicht verstehen. Und wir brauchen es auch nicht verstehen. Anschauen. Da ist was. Das ist es. Und es ist nur wichtig, dem Gefühl nicht zu folgen, sich nicht einzuklinken und dann die alten Kassetten
Kurbin. Wahrnehmen, anerkennen. Ein Gefühl braucht sich nicht zu rechtfertigen. Und es muss auch nicht logisch sein. Ist nicht nötig. Habe ich lang gebraucht, um das anzunehmen, um das zu akzeptieren. Wir fühlen, agieren aber nicht. Fühlen ja, agieren nein. Durch das bewusste Erleben können sich Gefühle langsam auflösen. Sie sind ja nur eine bestimmte Energie verdichtet mit einer bestimmten Besetzung, Geistesfaktor, der da drin steckt. Wir kommen zu uns selbst, indem sich das auflöst. Das gilt für Angenehmes genauso wie für Unangenehmes, für Heilsames wie für Unheilsames. Wir bemerken, wie unsere alten Gedanken wieder hochkommen, uns von der Beobachtung des Atems wegführen. Wir werden sie nicht los, indem wir sie verscheuchen oder unterdrücken, nicht wahrhaben wollen. Sie sind halt da. Kommen. Und jetzt führen wir unsere Aufmerksamkeit wieder zu unserem Atem. Lassen unsere Gedanken vorüberziehen. Das ist ein hübsches Beispiel, das hat aber der Gregor, nicht ich, gemacht. Wie Tiere auf einer Lichtung im Wald. Sie erscheinen aus dem Nichts und verschwinden auch wieder. Wer das beobachtet hat, weiß darum, wie schön, wie spannend das ist. Ein Reh oder ein Fuchs oder offenbar ein Großwild, die wir in Afrika beobachtet haben im Feldstecher. Sie verschwinden auch wieder, wenn wir sie lassen. Fangen wir sie ein, binden sie fest, diese Gefühle, dann werden sie uns ganz schön beuteln. Und dann bringen sie die ganze Family mit. Alles, was hinter dem Gefühl drinsteckt, kommt dann. Das ist nicht so schön. Nur wenn wir uns in die Gedanken einzuklinken beginnen und sie weiter verfolgen, bleiben sie bei uns. Und das gilt auch für die Gefühle, wie für die Gedanken. Und tragen uns woanders hin fort, irgendwo hin, wo wir gar nicht hinwollen. Ich habe oft das Beispiel mit den Wolken genommen, nicht sie ziehen zu lassen, uns nicht einzuklinken und mitzusegeln. Das ist wichtig. Die größte Versuchung bei der Meditation, wir brauchen dazu Mut und Ausdauer, Disziplin, ein bisschen Demut, ist das, dass wir uns festhaken. Da geht jeder Gedanke, jedes Gefühl kann uns forttragen. Alles, was wir tun können, ist uns bereithalten. Wie jemand, der etwas empfängt, es ist ja da und geduldig darauf wartet, es zu bekommen. Und das ist auch Hingabe. Das ist auch Demut. Nichts verlangen, nichts wollen, kein Druck. Er bereitet sich so gut er kann auf die Situation vor, aber er kann sie nicht selbst herbeiführen. Er lässt das Leben die Antwort geben, die gerade für ihn richtig ist. Und sein Lebensstrom weiß es. Weiß es. Sein Zustand tun im Nichttun. Passive Aktivität. Das ist spannend. Eine passive Aktivität zu entwickeln. Indem ich aufhören kann, alles durch mein Ego zu steuern. Da habe ich dran gearbeitet wie ein Ochse. Darf ich damit sagen. Habe ich sehr stark dran gearbeitet. Sehr wichtig. Wir sind nicht klein oder groß. Wir sind nicht unvollendet total und nicht vollendet. Der mittlere Weg, den der Buddha zeigt. Wir sind einfach. Und wir entdecken dann unser eigentliches Selbst sozusagen, unsere Natur. Wenn wir das zulassen. Unser Ich wird kleiner in dem Moment. Nicht mehr gebraucht und wehrt sich mit allen Mitteln und hat gute Tricks drauf. Kein Wollen, kein Begehren mehr. Nur noch im Leben stehen. Es spüren. Und sagen, du bist jetzt ruhig. Ich mag dich schon. Du bist auch wichtig, das Ich, für mein Leben. Nichts dagegen. Aber in der Situation, wenn wir einen spirituellen Weg gehen, brauchen wir auch die Erfahrung des Nicht-Ich, der Non-Duality. Und die taucht dann auf, wo das Meditationsobjekt, in dem Fall der Atem oder etwas, was wir vor uns haben, eine wunderschöne Blume, auf die wir uns konzentrieren, und uns und wir selber als Subjekt, die das betrachtet, eins werden. Immer mehr, immer tiefer. Dann kommt der Punkt, da atmet es mich, da bin ich Atem. Gibt's keine Fragen mehr, keine Antworten, nur noch erkennen. Bin ganz bei mir selber, brauche nichts weiter sonst. Ich habe alles da, es ist in mir. Ich bin mit allem verbunden und ich habe Vollendung in mir. Ja, was will ich denn noch? Muss ich wirklich weitersuchen, weiter rennen, weiter rumschauen? Wie lange brauchen wir noch, um zu begreifen, dass alles, was wir uns wünschen, was wir uns vorstellen, was wir umsetzen möchten in Bezug auf Glück und Frieden, Freiheit in uns bereits angelegt ist,
Unverlierbar. Und immer noch schauen wir außen rum. Und das Ego denkt sich immer was Neues aus, dass es beschäftigt wird. Dass es uns sozusagen schützen kann. Auch der Logos, auch unsere Rationalität. Wir können nur präsent sein, in den Augenblick lieben und leben, wenn wir nicht aktiv sein wollen. Eine, wie habe ich gesagt, passive Aktivität. Meditativen Zustand. Uns darin aufhalten, eine gewisse Zeit. Und wenn wir nicht gleich Erfolg haben, bitte, liebe Freunde, nicht deshalb, weil wir etwas schlecht machen, nicht richtig machen, sondern weil wir einen weiten Weg gehen müssen. Das merke ich jetzt nach 30 Jahren Übung, fast 30 Jahre, dass wir sehr weit von dem entfernt waren, wo wir eigentlich zu Hause sind. Das ist ein langer Weg nach Haus. Ja. Und drum lohnt es sich, diese Reise anzutreten. Mit Freude. Kontinuierlich. Mit Begeisterung. Wir können nichts Schöneres entdecken. Weder in irgendwelchen Ländern dieses wunderschönen blauen Planeten, der nicht immer so wunderschön ist, wie er uns zunächst manchmal erscheint. Ob ich in Asien bin, was ich liebe, besonders Vietnam, oder in Südamerika, oder in Südafrika, oder in arabischen Ländern, oder bei den Amis, oder Kanadiern. Das ist alles nicht mehr so wichtig. Das Wichtigste, was wir finden können, ist da drin. Es ist wirklich so. Und dass wir am Abend ablegen den Tag, wirklich ablegen, die Kassetten weglegen und mit einer ruhigen Haltung, mit guten Gedanken, bewusst atmend in den Schlaf gehen, es ist was sehr Wertvolles. Und aufwachen und sagen, wie schön, ein neuer Tag, neue Möglichkeiten, neue Einsichten und Erfahrungen. Und mich gibt's noch. Macht euch das bewusst. Und schaut raus zum Fenster. Auch wenn dann drüben vielleicht ein Mietshaus steht oder schon wieder die Straßenbahn klingelt oder sonst wo, je nachdem, wo wir leben. Nicht jeder kann, wie ich jetzt, sich dann einfach öffnen und sagen, auf den Balkon gehen und sagen, da ist er ja, der Jägerkamp und der Breitenstein und die Brecherspitz und wie sie alle heißen. Das ist ein besonderes Privileg und Grund für Dankbarkeit. Aber es ist nicht nötig. Ich merke das auch in Hotels und in irgendwelchen Großstädten. Genauso wie schön es ist, einen Tag gut zu starten. Bezug auf innere Haltung. Aber dann keine Hetze. Nicht never more in hurry. Und das ist Zähneputzen. All das, was wir anfangen, bewusst geschieht, achtsam geschieht, mit einer freudvollen Haltung. Ganz da sein. Und inmitten aller Hektik eine innere Ruhe entwickeln. Da brauchen wir nur den Atem aufzufordern, da zu sein. Wenn wir bewusst atmen, können wir nicht in Hektik verfallen. Dann machen wir den Schritt zurück, automatisch. So sehr ich sonst gegen Automatik bin. Aber da ja, ist okay. Da hilft es uns. Wir können es aus uns selbst heraus tun, jederzeit. Was für ein schönes Gefühl, sich selber als Insel sehen zu können. Als eine Insel, die wohl mit allem anderen verbunden ist zugleich, über den Boden. Also, wo die kollektive Verbindung mit allem da ist, aber zugleich ich jetzt Insel sein kann. Für mich. Das ist wunderschön. Wir bleiben verwundbar, das ist auch klar. Auch künftig. Vielleicht noch mehr als vorher, bevor wir geübt haben. Da war unsere Mauer ein wenig dichter. Und wir waren ein bisschen weniger anfällig für Schmerzen, für Verletzungen. Das kann schon sein, weil wir uns nicht geöffnet haben. Und der Panzer kann so dick werden, dass er zum Infarkt führt. Habe ich auch erlebt, vor 15 oder 16 Jahren. Ja, das ist schon genug länger her. Hinterwandinfarkt, nicht? So kann man zumachen und sich schützen. Und unsere sogenannten Mauern der Sicherheit wurden zu Mauern des Gefängnisses. Und obwohl die Tür offen stand, gehen wir nicht raus. Sondern bleiben drin sitzen. Sicherheit über alles. Und ja, nicht touching me. Mich nicht berühren. Nichts aufmachen. Könnte andere ausnützen. Solange das unser Denken ist, haben wir ein wenig Schutz. Aber wir sind eingekerkert durch uns selbst. Und denkt dran, das Leben ist ständiger Wandel.
ständige Veränderung. Und das ist schön so. Daher hat uns aufgefordert zu sehen, wie war es, als ich ein fünfjähriges Mädchen war oder ein fünfjähriger Bub. Und wir sehen die Fotos an oder erinnern uns vielleicht an das eine oder andere, als wir zum ersten Tag zur Schule marschiert sind. Ich habe mich nicht in Klassen eintraut, so ängstlich war ich. Hat mir meine Tante Grete, die mich damals betreut hat, weil meine Eltern zu viel in der Firma zu tun hatten, hat sie mich an der Hand genommen, hat mich zur Tür begleitet, zum Klassenzimmer mit 6 Jahren, bis der Lehrer kam. Ich bin mit dem Lehrer Michele dann reingegangen, weil mir das Geschrei und die Brutalität derer, die da in der Klasse rumgetobt haben, ich nicht aushalten konnte. Dann habe ich mir in der Pause rausgetraut, um mich unter die anderen zu mischen, weil ich das alles nicht ertragen konnte damals. Das sind dann kleine Erinnerungen. Und bin ich das heute noch? Der fünfjährige Bub? Das fünfjährige Mädchen? So verletzbar? Oft leidend? Dinge erfahren, die Eltern bringen? Natürlich auch Schule und andere Umwelt. Weil die es auch nicht anders erfahren haben und einfach weitergeben. Das, was sie selber, als sie 5 Jahre alt waren oder 8 Jahre oder 3 Jahre erlebt haben. Ich bin der gleiche, ja, wenn ich das Bild anschaue. Und doch ein anderer. Ein ganz anderer und der gleiche. Das tief zu schauen, dieses Leben als eine ständige Veränderung und gleichzeitig ständigen Abschied zu sehen, der den Neubeginn im Abschied schon drin hat, das ist eine wichtige Einsicht. Wir werden dem Leiden nicht ganz ausweichen können. Und gerade das Ausweichen wollen verursacht nachhaltiges Leiden. Und wenn wir uns ehrlich gegenüber uns selber sind, erkennen wir auch, dass wir bewusst oder unbewusst unser ganzes Leben oft damit verbringen, Leiden vermeiden zu wollen. Und das schafft man nicht. So nicht. Wenn wir das nicht mehr wollen, sondern es bewusst annehmen und fühlen können, ohne es zu bewerten, zu beurteilen, einfach feststellen, was da ist, dann kann es sich transformieren, dann kann es sich verändern. Und seinen Sinn erfüllen, das Leiden, uns zu verändern, wo es notwendig ist. Und ich bin immer wieder erstaunt, wie groß ein Leidensdruck bei manchen Menschen sein muss, damit sie sich der Praxis zuwenden, dass sie eine neue Perspektive aufgreifen und ein paar Schritte gehen. Lässt der Druck nach, lässt auch die Bemühung nach. Und die schönen Tage, wo wir einigermaßen gesund sind, wo wir einigermaßen friedvoll sind, die lassen wir verplempern. Weil wir 100 Dinge vorhaben, und die Versuchungen sind groß genug, was es alles an schönen Dingen, an einem schönen Tag gibt, die man machen muss, und wo man halt jetzt gerade keine Zeit hat. Ich habe das aus den Entschuldigungen von 15 Freunden, die ich gesammelt habe, für den heutigen Tag entnommen. Ich bin nicht traurig drüber, das ist ihre Sache, klar. Aber es geht halt allen recht gut. Im Moment. Der Leidensdruck ist nicht groß genug. Aber es ist natürlich blöd, wenn die Praxis nur dann beginnt, wenn man Leiden hat. Das ist zu wenig. Annehmen. Was da ist. Nur feststellen, das ist. Und dann kann es seinen Sinn erfüllen. Das ist oft unser bester Lehrer, beste Lehrerin. Und dort, wo wir es besonders stark fühlen, lernen wir etwas loszulassen von unserem Ego. Ich weiß das. Ein Teil von uns sterben zu lassen, zu erkennen, dass wir nicht ärmer, sondern reicher werden. Und Danke sagen. Im Augenblick bleiben, den Moment bejahen, ihn vollkommen in uns spüren, das Hier und Jetzt. Und dann entsteht auch Dankbarkeit. Ganz sicher, bei uns allen. Die einzige Aufgabe in unserem Leben ist es, präsent zu sein. Im jetzigen Augenblick zu verweilen. Denn nur da ist Leben. Nur im Jetzt. Und wenn ich große Probleme habe und Ängste und Schwierigkeiten, gehe ich zurück zu dem Augenblick, jetzt im Moment. Und ihr glaubt gar nicht, wie 3/4 und mehr davon schon wegfällt. Von dem, wovor wir uns fürchten, wo wir ausweichen, wo wir ganz schnell besetzt sind. Versucht es immer wieder neu. Aus der Erfahrung heraus leben können. Nicht glauben, sondern erfahren. Das ist der große Unterschied auch zwischen den monotheistischen Religionen und dem Buddhismus. Das alles gründet auf Erfahrung und Einsicht. Nicht auf Belief, nicht auf Glauben, für wahr halten. Selbst Buddha hat sich in Frage gestellt,
Glaubt nicht mir, was ich euch sage. Glaubt nicht den Heiligen Schriften. Glaubt nicht diesen Angeboten, sondern nur dem, was ihr erfahrt, was eure Einsicht ist. Und ich zeige euch lediglich die Wege, die ihr selber gehen müsst. Kein anderer kann es für euch tun. Und dann werdet ihr diese Einsichten haben. Und wenn ihr vom Innersten her, von eurem Herzen her, von eurer Natur her überzeugt seid, das ist es, wird sich diese Wahrheit ständig verändern. Jeden Tag mit unserer Reifung werden wir eine neue Wahrheit erkennen. Es gibt keine absolute, endgültige Wahrheit. Und ihr werdet sehen, was sich da alles ändert. Ihr seid immer noch der gleiche und doch ein ganz anderer. Das ist toll. Funktioniert. Die Welt zeigt es uns, was wir machen können. Wir brauchen nicht ständig aufpassen, dass wir keine Fehler machen. Nicht alles planen und festlegen und sichern, absichern. Absichern, ja, hinten und vorne. Wenn man sie braucht, die Versicherung, dann funktioniert es eh nicht. Ein anderes Kapitel. Nicht alles planen, sondern im Hier und Jetzt leben. Veränderung zulassen. Vertrauen haben. Vertrauen. In uns. In unverlierbares Potenzial, das wir Bodhicitta nennen. Potenzial der Erleuchtung. Eines vollkommenen, befreiten Menschen. Immer da. Also macht's doch da dran rum und nicht an den anderen Dingen. Und ich schließe meine Betrachtung mit einem kurzen Text von Rainer Maria Rilke, den ich sehr liebe. Und ich möchte Sie, so schreibt er, so gut ich kann, bitten, Geduld zu haben gegen alles Ungelöste in Ihrem Herzen und zu versuchen, die Fragen selbst lieb zu haben wie verschlossene Stuben und wie Bücher, die in einer fremden Sprache geschrieben sind. Forschen Sie jetzt nicht nach Antworten, die Ihnen gegeben werden können, weil Sie diese nicht leben könnten, diese Antworten. Und es handelt sich darum, alles zu leben. Leben Sie jetzt die Fragen. Vielleicht leben Sie dann allmählich, ohne es zu merken, eines fernen Tages in die Antwort hinein.